Okay. You know, we're getting ready to come up upon the holiday season, right? Also, wir kommen ja auch jetzt auf die Weihnachtszeit zu. And I love Christmas. Ich liebe Weihnachten. Not maybe like some people love Christmas. Vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise, wie es manche lieben. My wife and I are probably the most weirdest people about Christmas that you'll ever meet. Meine Frau und ich sind wahrscheinlich die seltsamsten Leute, wenn es um Weihnachten geht, die ihr jemals kennenlernen würdet. We don't have a Christmas tree. Wir haben keinen Weihnachtsbaum. And we're not against having Christmas trees. Aber wir haben nichts gegen Weihnachtsbäume. We don't exchange presents. Wir geben keine Geschenke. So, and we're not against changing presents. Aber wir haben nichts gegen. So enjoy Christmas. Also genießt Weihnachten. Love it, celebrate it. Liebt es, feiert es. It's not a conviction that I have not to celebrate it in this way. Ich habe nicht unbedingt so was auf dem Herzen, dass ich nicht so feiern soll. I buy presents for my grandchildren. Ich kaufe für meine Enkel kaufe ich And maybe I bless my children with some money. Und vielleicht segne ich meine Kinder mit ein bisschen Geld. But Christmas to me is about so much more. Aber für mich geht's um Weihnachten mit Weihnachten um so viel mehr. I love the songs during Christmas. Ich liebe die Weihnachtslieder, die wir singen. It's just honestly that you should sing them all year. Also ganz ehrlich, wir sollten die wahrscheinlich das ganze Jahr über singen. Amen. Because every day is Christmas. Weil jeder Tag ist Weihnachten für mich. So it's hard for me to separate one day from another. Also es ist schwierig für mich einen Tag von dem anderen zu unterscheiden. And become an Easter and Christmas Christian. Und ein Ostern und Weihnachten Christ zu werden. Probably not so Christian really anyhow. Da ist man wahrscheinlich sowieso nicht ganz so echt Christ. Amen. So let me read one of his favorite scriptures I have. Lass mich eins von meinen Lieblingsbibelversen. Okay, this is in Luke 2. Es ist in Lukas 2. Oh, it's so good. It says, and behold, an angel. Whoa, I got to back up. Whoa. Now there were some country. Luke 2, verse 8. Lukas 2, Vers 8. Now there were in the same country shepherds. Jetzt waren in diesem gleichen Ort, in dem gleichen Land Hirten. Living out in the fields. Die auf dem Feld lebten. Keeping watch over their flock by night. Bewachten ihre Herde in der Nacht. And behold, an angel of the Lord stood before them. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen. And the glory of the Lord shone round about them. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. And they were greatly afraid. Und sie fürchteten sich. And then the angel said to them. Und der Engel sprach zu ihnen. Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. For there is born to you this day in the city of David a Savior. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Who is Christ the Lord? Welcher ist Christus der Herr? And this will be the sign to you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Und das sei für euch das Zeichen: ihr werdet ein Kind finden in Windeln. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace and goodwill towards men. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der Himmelsherren, Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. That is absolutely astounding to me. Das ist unglaublich. Absolutely astounding. Unglaublich. Man, think about it. An angel appears to the shepherds. Überleg mal einfach, wenn ein Engel den Hirten begegnet. They're freaking out because they see an angel. Und sie haben Angst, weil sie den Engel sehen. Don't be afraid. Habt keine Angst. Goodwill. On earth and peace to man because the baby's coming. Wohlgefallen auf der Erde und Frieden den Menschen, weil ein Baby kommt. The God who creates the entire universe, right, humbles himself to become a little baby. Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, I know Yvonne likes demütigt the baby, sich Jesus. Und wird zu einem Baby. Ich weiß, Yvonne mag Baby Jesus. But especially when it smells good. Yeah, especially when it smells good, she said. Baby Jesus. I don't know what that means, but maybe it's lost in translation. Okay, yeah, I got it. But anyhow, at any rate, no hecklers in the front, or you're going to have to okay, go to the back. Wir wollen keine hier Reinrufe vorne, sonst müsst ihr euch hinter sitzen. So then all of a sudden, the whole heavenly host fills the sky. Also plötzlich sind diese Himmelsherrscher, worshiping God, declaring that Jesus has come. Die den Himmel erfüllen und geben Lobpreis an Gott, dass Jesus kommt. And you know why he came. Und ihr wisst, warum er gekommen ist. He came to redeem mankind. Er kam, um uns freizusetzen. Come on, he's the Lamb of God who was slain before the foundation of the earth was laid. Er ist das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, bevor dem Fundamenten der Erde. And God knew you before the foundation of the earth was laid. Und Gott kannte dich vor diesem Fundament schon. This is an amazing plan of redemption. Das ist ein unglaublicher Plan der Wiedergutmachung.
We may not understand it completely. Wir verstehen es zwar vielleicht nicht ganz. The devil tries to constantly challenge it. Der Teufel versucht es die ganze Zeit anzufechten. Because he messed up big time. Weil er einen riesen Fehler gemacht hat. Because the Bible says we're fearfully and wonderfully made. Die Bibel sagt, dass wir wunderschön und perfekt gemacht sind. And so are the angels. Und die Engel auch. They're magnificent creatures. Sie sind wunderbare Wesen. And Satan was like the most beautiful of the angels. Und der Satan war der schönste von allen. And you know what happened? Und wisst ihr, was passiert ist? He started to find his identity. Er hat angefangen, seine Identität in, who he was, in dem zu finden, and what he was doing. Wer er ist und was er tut. It caused him a big problem. Und das hat ihm ein Problem bereitet. Because no matter how good you are at what you do, denn egal, wie gut du bist in dem, was du tust, no matter how beautiful you are, egal, wie schön du bist, no matter how much power you have, egal, wie viel Kraft du hast and influence, oder Einfluss, never forget. Vergiss niemals. You were created by God. Du wurdest durch Gott geschaffen. And doesn't he have a right? Und hat er nicht ein Recht? As the creator of God? Als der Schöpfer Gott? To determine the reality? Zu bestimmen, was die Realität ist, in der du lebst. But yet it says we're fearfully and wonderfully made. Und trotzdem sagt es, wir sind wunderbar gemacht. You know what that fearful wonder is? Wisst ihr, was dieses wundervolle gemacht ist? It's free will. Es ist, dass wir einen freien Willen haben. God wants people. Gott will Leute. He wants his creation. Er will seine Schöpfung. To love him. Seine Kreation, dass sie ihn liebt. He is love. Er ist Liebe. And we were created for love. Wir wurden für Liebe geschaffen. It wouldn't be very cool. Es wäre nicht wirklich cool. And he wouldn't really be a good God, would he? Er wäre nicht wirklich ein guter Gott. If we were just made as robots. Wenn wir wie Roboter geschaffen wären. And we didn't have emotions and feelings. Keine Emotionen hätten, keine Gefühle. And we just had to obey him. Und wir müssten ihm gehorchen. That's kind of what happened when Adam and Eve sinned. Das ist passiert, wo Adam und Eva gesündigt haben. They rebelled against God. Sie haben rebelliert gegen Gott. And you know what they lost in the garden? Und wisst ihr, was sie im Garten verloren haben? They lost the most amazing. Sie haben das schönste, loving relationship. Die schönste Liebesbeziehung verloren. They divorced God in the garden. Sie haben praktisch Ehebruch mit Gott begangen. And the Old Testament is full of stories. Und dieses Alte Testament ist voller Geschichten. Like the kinsman redeemer. Wie die Leute freigesetzt werden. Right, Ruth and the kinsman redeemer, like the story of Hosea and Gomer. Wie die Geschichte von Hosea und Gomer. Full of stories about how God still loved His people and His heart hurt to get His bride back. Geschichten voller dem, wie Gott wirklich für seine Leute sein Herz schlägt und er seine Braut zurückhaben will. We lost relationship in the garden. Wir haben Beziehung in diesem Garten verloren. But God loved us so much. Aber Gott hat uns so sehr geliebt. Come on, for God so loved the world. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt. The world wasn't a great place to love. Die Welt war kein toller Ort, um zu lieben. The world was full of sin. Die Welt war voller Sünde. Sometimes we get so used to hearing the word sin, we forget the reality of what it is. Oftmals sind wir so gewohnt daran, dieses Wort Sünde zu hören, dass wir vergessen, was es wirklich ist. We're like fish in a bowl. Wir sind wie Fische in einem Glas. We're so used to the water that we swim in. Und wir haben uns so an das Wasser gewöhnt, in dem wir schwimmen. That we start to measure ourselves against other people. Dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. And we begin to think we're somehow better than them. Und wir fangen an zu denken, dass wir vielleicht besser sind wie die anderen. Forgetting that the fact that we were all sold into slavery. Und wir vergessen dabei, dass wir alle in die Sklaverei durch Adams Sünde verkauft wurden. It's such a big deal. Es ist so eine große Sache. That God's going to destroy the earth by fire. Dass Gott durch das Feuer diese Welt zerstören wird. And roll the heavens up like a scroll. Und wie eine Schriftrolle den Himmel zusammenrollen wird. And create a new heavens and a new earth. Und einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Where once again man will be with God forever. Wenn wieder einst Mann mit Gott zusammen vereint sein kann. And where righteousness will dwell. Und wo Gerechtigkeit herrschen wird. That's really good news. Das ist wirklich eine gute Botschaft. But until this time, aber bis zu dieser Zeit we have a mission that we're on. Haben wir eine Mission, auf der wir sind. God in his infinite wisdom, Gott in seiner Allwissenheit. He's a good, good father. Er ist ein guter Vater. That's who he is. Und das ist, wer er ist. That's who he is. Das ist, wer er ist. And I'm loved by him. Und ich bin von ihm geliebt. It's who I am. Das ist, wer ich bin. It's who I am. Das ist, wer ich bin. And he's perfect in all of his ways. Und er ist perfekt in all seinen Wegen. You have to get that established in your heart. First of all, that he loves you. Du musst es in deinem Herzen aufgestellt haben, dass er dich liebt. If you don't realize the amazing love of God, wenn du diese unglaubliche Liebe Gottes nicht begreifen kannst,
If you begin to think that somehow he's not perfect in all of his ways, wenn du anfängst zu denken, dass in irgendeiner Art und Weise nicht perfekt ist in all seinen Wegen, there's no sin in heaven. Es gibt keine Sünde im Himmel. Satan fell like lightning. Der Teufel ist gefallen wie ein Blitzschlag. There's no sickness in heaven. Es gibt keine Krankheit im Himmel. There's no thought problems in heaven. Es gibt keine Gedankenprobleme im Himmel. And we pray, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Und wir beten, Dein Königreich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. But yet we're in the midst of a world that's going crazy. Und trotzdem sind wir inmitten einer Welt, die verrückt läuft. On one hand, I say, so what? Auf einer Seite sage ich, was soll's? I'm not a citizen of the world anymore. Ich bin kein Bürger dieser Welt. I've enlisted in the army of God and I'm a citizen of heaven. Ich bin eingetragen in der Armee Gottes und als Botschafter und als Staatsangehöriger des Himmels. You cannot serve two kings. Man kann nicht zwei Königen dienen. Satan deceived Adam and Eve. Satan hat Adam und Eva verlockt. And became the prince of this earth. Und wurde der Prinz dieser Erde. The little g, God of this world. Mit dem kleinen g, Gott dieser Welt. But Jesus paid amazing price. Aber Jesus hat einen unglaublichen Preis bezahlt. To get his children back. Um die Kinder zurückzuholen. To whosoever will believe. So dass wer auch immer glaubt. He gives the right to become children of the king. Er ihnen das Recht gibt, Kinder des Königs zu werden. That's right, sons and daughters of God. Söhne und Töchter Gottes. Man, I almost got to go here. I did this morning, but I'm going to go again. I just got to read this to you because it's so good. Ich muss es euch einfach nochmal vorlesen, weil es so gut ist. Wrong Bible, but it doesn't matter. Same Bible, just got to go there. Give me a minute. Revelations, because this is so good. I'm not going to read the whole thing today. Okay. He says this in Revelations 5. He talks about how worthy the Lamb is. Er sagt es in Offenbarung 5. Da redet er davon, wie würdig das Lamm ist. Worthy is the Lamb that was slain, right? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet wurde. He talks about. I'll just read a little bit of it. Ich lese einfach so ein bisschen davon. Now, when he had verse 8. Ab Vers 8. Now, when he had taken the scroll, the four living creatures. Nun, als er diese Schriftrolle nahm, haben die vier lebendigen Kreaturen and the 24 elders fell down before the Lamb, und die 24 Ältesten, die vor dem Lamm hingefallen sind, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Sorry, I need a minute. They don't have it up there for you. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. And they sang a new song, saying. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. You are worthy to take the scroll and to open its seals. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. He is worthy because er ist würdig, weil he was slain er geschlachtet wurde. And have redeemed us to God by your blood. Und hast uns wiederhergestellt bei dem Blut. And out of every tribe and tongue und aus jeden Stämmen und Völkern and people and nations, aus jeder Sprache und Kultur. And have made us, du hast sie freigekauft, kings and priests to our God, für unseren Gott, and we shall reign in the earth, Könige und Priester zu werden, dass wir okay. Mit ihm. And I could keep reading that about how the elders fall down and worship him, and we could jump to Revelation 7, and it's just amazing, man. It's the Lamb of God that we celebrate. It's the fact that God, who created all things, humbled himself to become a man. Und ich lese das immer wieder, wie die Ältesten hinfallen und wie Gott, der sich hingegeben hat für alle, sich gedemütigt hat und Mensch geworden ist, dass er sich für uns opfern kann. It's the story of redemption. Es ist diese Geschichte der Wiedergutmachung. Redemption means, Wiederherstellung oder Wiedergutmachung heißt, that I'm brought back to original value. Dass ich zu meinem ursprünglichen Wert wiederhergestellt werde. For he knew me before the foundations of the earth was laid. Denn er kannte mich, bevor diese Fundamente der Erde geschaffen wurden. And we were created in God's image. Und wir wurden in seinem Ebenbild geschaffen. But we were born into the fall of Adam. Aber wir wurden in diesen Fall Adams hineingeboren. And we became everything that we were never created to be. Und wurden alles, zu dem wir nie hätten werden sollen. Go read the works of the flesh in Galatians 5. In Galater 5 kann man über die Werke des Fleisches lesen. These are actually the personality traits of our adversary, the devil. Das sind eigentlich diese Eigenschaften unseres Feindes, dem Teufel. But since we've been crucified with Christ, aber jetzt, da wir mit Christus gekreuzigt wurden, we have died to the old man, sind wir dem alten Menschen verstorben. And if while we were yet sinners, we died with him, und wenn wir mit ihm gestorben sind, als wir noch Sünder waren, how much more shall we live through him? Wie viel mehr dürfen wir jetzt oder sollen wir jetzt durch ihn leben? It's the power of the gospel. Es ist die Kraft des Evangeliums. It's called redemption. Es heißt Wiedergutmachung, Wiederherstellung. It's who we are now that he came.
Es ist, wer wir jetzt sind, dadurch, dass er gekommen ist. It says in Psalm 103. Es heißt in Psalm 103. That we bless the Lord with all our soul. Dass wir den Herrn loben mit all meiner Seele. And all that is within us, we bless His holy name. Und alles, was in mir ist, segne seinen heiligen Namen. And we forget not His benefits. Und wir vergessen nicht seine Vorzüge. He forgives all of our sins. Er vergibt uns all unsere Sünden. And heals all of our diseases. Und heilt all unsere Krankheiten. It says also that He casts our sin as far as the east is from the west. Das heißt auch, dass er unsere Sünde so weit trennt von dem Osten zum Westen, dass sie nie erinnert werden. Or not held accountable. For them through the blood of Christ. Dass wir auch nicht für sie einstehen müssen. Wir sind heilig und schuldlos vor Gott präsentiert. This is the good news of the gospel. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. And it says in Revelations 19, und es sagt in Offenbarung 19, that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist. Okay, because this conference is called Christ in You. Diese Konferenz heißt der Christus in mir. Right? The hope of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Okay. So I'm going to tell you a little bit about my story today. Ich will euch ein bisschen von meinem Zeugnis erzählen. Because I wasn't always the man of God that I am today. Weil ich war nicht immer dieser Mann Gottes, der ich heute bin. That's why I love the gospel. Deswegen liebe ich das Evangelium. This is a book that I used to try not to believe in. Das ist ein Buch, bei dem ich versucht habe, nicht daran zu glauben. I promise. I thought, well, if this book isn't true, ich verspreche euch, ich habe immer gedacht, na, wenn dieses Buch nicht stimmt, no, wenn es keinen Gott gibt, then I can eat, drink and be merry, dann kann ich essen, trinken und glücklich sein. For tomorrow I die. Denn morgen sterbe ich. What you believe is paramount to determine the reality of who you are. Was du glaubst, ist essentiell, um zu bestimmen, wer du bist. It says we're justified by faith alone, not of works, lest anyone should boast. Sagt, dass wir gerechtigt sind durch Glaube alleine, nicht durch Werke, dass irgendjemand sich daran rühmen könnte. And the righteous live by the same faith. Und die Gerechten leben unter diesem gleichen Glauben. And I have to remain steadfast in my faith. Und ich muss weiter in meinem Glauben beharren. Faith means to be fully convinced of something. Und Glaube bedeutet, dass du voll überzeugt bist für irgendeine Wahrheit. And sometimes we get in trouble because we think that's having faith in our faith and our ability to believe. Manchmal ist es dann ein Problem, weil wir glauben, wir müssen Glaube in unseren Glauben haben und in unsere Fähigkeit zu glauben. No, it's have faith in God and His ability to save and keep you. Nein, es ist hab Glaube in Gott und in seine Fähigkeit, dich zu retten und zu bewahren. Because even in spite of my ignorance and unbelief. Weil selbst trotz meiner Ignoranz und meinem Unglauben. In one sense, I admire Paul because he says this. Ich beneide da eigentlich auch Paulus. He says, I'm the least of all the saints. Weil er sagt, ich bin der geringste unter all den Heiligen. And I don't even deserve to be called an apostle. Ich bin der oberste aller Sünder und bin es nicht würdig, Apostel genannt zu werden. Yet by the grace of God, durch die Gnade Gottes, I am one. Bin ich einer. Because God was showing the riches of His grace. Denn Gott hat den Reichtum seiner Gnade demonstriert. He says, in me, the chiefest of sinners. In ihm, dem obersten der Sünder. That it might show God's ability to save to the uttermost. Dass es Gottes Fähigkeit zu retten zeigen kann. And I often say when I preach. Und ich sage öfters, wenn ich predige. Paul says he was the chiefest of sinners because he didn't know Keith Mitzel. Paulus sagte immer, dass er der größte aller Sünder war, weil er mich nicht kannte, Keith Mitzel. It's true. Es ist wahr. But I don't want you to think that you don't have a testimony. Aber ich möchte nicht, dass du denkst, dass du deswegen kein Zeugnis hast. Ben and I have horrible stories about our life. Nur weil Ben und ich furchtbare Geschichten von unserem Leben haben. Unlike your children, nicht vielleicht nicht wie eure Kinder. I didn't grow up in the church. Ich bin nicht in der Gemeinde aufgewachsen. I grew up in a world system. Ich bin in diesem weltlichen System aufgewachsen. I was touched wrong as a child. Ich wurde unsittlich berührt als Kind. We didn't go to church. Wir sind nicht in die Gemeinde gegangen. I got into sex, drugs, rock and roll. Ich bin in Sex, Drogen und Rock'n'Roll reingerutscht. And tried not to believe in God. Und habe versucht, nicht an Gott zu glauben. Because I thought he was a cosmic buzzkill who was trying to steal my fun. Weil ich dachte, dass er jemand ein kosmischer Spielverderber ist, der unseren Spaß klauen will. It took me a long time to realize. Es hat lange gedauert, dass ich erkennen konnte. That he was a loving father that was desperately trying to keep the buzz from stealing me from him. Dass er ein liebender Vater ist, der nicht möchte, dass dieses Spiel mich von ihm wegnimmt. I tried the church at times. Ich habe oftmals die Gemeinde versucht. Because I knew my life wasn't creating peace and happiness. Weil ich wusste, dass aus meinem Leben nicht Frieden und Freude für die Leute um mich herum kommt. But I could never seem to get it right. Aber ich habe nie geschafft, es wirklich richtig zu machen. Because I really didn't understand. Weil ich nicht verstehen konnte, the reality of what God was asking of me. Was die Realität ist von dem, was Gott
bittet. We want people to be saved. Wir möchten, dass Leute errettet werden. We want people to be healed. Wir möchten, dass sie geheilt werden. But why do we want this? Aber warum? Is it because we really love them? Ist es, weil wir sie wirklich lieben? Or is it sometimes because it makes us feel better about us? Oder fühlen wir uns dadurch nur manchmal selber besser über uns? We're doing the things of God. Weil wir das tun, was Gott will. If we're not careful, that can become a sort of Christian law. Wenn wir nicht aufpassen, dann könnte das zu so einem Gesetz werden. Thinking we got to somehow earn God's favor. Dass wir denken, dass wir Gottes Gunst erwerben müssen oder verdienen müssen in dem, was wir tun. No, we do what we do. Wir tun, was wir tun. Out of love for the Father, aus Liebe zum Vater, because we realized how much He loved us. Weil wir erkannten, wie sehr er uns liebt. So my lifestyle choices, also meine die Entscheidungen, die ich getroffen habe, um mein terribly affected my family, haben meine Familie sehr beeinflusst, especially my children, vor allem meine Kinder. Yeah, so, where do I go with this, Lord? Okay, wo fange ich damit an? I realize now. Ich erkenne jetzt. That what God was asking of me. Dass das, worum mich Gott erbittet hat. He was asking me to give Him a life. Er hat darum gebeten, dass ich ihm ein Leben gebe. That I was never created for. Dass ich niemals hätte leben sollen. But that I was born into. Ich wurde nicht dafür kreiert, aber reingeboren. Through sin. Durch Sünde. That's why you need to be born again. Deswegen musst du neu geboren werden. So I had tried to incorporate Him into my life. Ich habe versucht, ihn in mein Leben mit einzubringen. Because I wanted a get out of hell free card. Weil ich so einen Freifahrtschein weg aus der Hölle wollte. But I promise you, that's not going to happen. Aber ich verspreche dir, dass das nicht passieren wird. He gave everything by sending His Son. Er hat alles darin gegeben, dass er seinen Sohn geschickt hat. We need to give everything of ourselves to Him. Und wir müssen alles von uns It's geben. The only thing that matters. It's the only thing that works. Zu ihm, weil es das Einzige ist, was funktioniert und das Einzige ist, was ausmacht. You can't have one foot in the world and one foot in the church. Du kannst nicht einen Fuß in der Gemeinde haben und einen Fuß in der Welt. The Bible says friendship with the world is enmity with God. Die Bibel sagt, dass diese Freundschaft mit der Welt gegensätzlich zu Freundschaft mit Gott ist. It says in 2 Peter chapter 1, the second part. 2. Petrus Kapitel 1 sagt. Well, I guess I better tell you the first part so we can explain the second part. Also der zweite Teil, aber ich erkläre lieber auch noch den ersten. It says that we have obtained a faith like Peter's. Wir haben einen Glauben bekommen wie Petrus. Not the one that when the rooster crowed three times. Nicht die Art, wo als der Hahn dreimal gekräht hat. Zweimal gekräht hat und dann hat er ihn dreimal geleugnet. Not the one that fled the cross. Nicht diejenige, die vom Kreuz weggerannt ist. The one that was willing to be crucified upside down for his faith. Sondern genau der Glaube, der ihn willig gemacht hat, sich auf den Kopf gestellt zu kreuzigen zu lassen. The one that said to the man at Gate Beautiful, I have not silver or gold, but in the name of Jesus walk. Genau diesen Glauben, wie er zu dem Bettler gesagt hat, ich habe kein Silber und nicht Gold, aber in Jesu Namen lauf. The one that wrote things like this, be holy, for I am holy through the power of the Holy Spirit. Der Mann, der diese Sachen geschrieben hat, seid heilig, denn ich bin heilig durch den Heiligen Geist. We have the same faith as Peter. Wir haben diesen gleichen Glauben wie Petrus. But the object isn't our faith. Aber das, worauf wir unser Ziel setzen, ist nicht der Glaube. The object is Jesus, whom Peter had his faith in. Sondern Jesus, in dem Petrus seinen Glauben hatte. We heard his majestic voice born from on high. Wir haben seine Stimme gehört, die von oben geboren wurde. John writes, we touched him with our hands. Johannes sagt, wir haben ihn mit unseren eigenen Händen berührt. They handled, they touched, they ate with the resurrected Savior. Sie haben ihn berührt, sie haben ihn erlebt und mit ihm gegessen. If it was just about the cross and Christ crucified without the resurrection, we still die in our sins. Wenn es nur darum ging um das Kreuz und dann wären wir einfach nur in unseren Sünden sterben. We're to be pitied more all men. It's just another great story about somebody that died for someone and it didn't matter. Wenn es nur eine Geschichte wäre, wäre es nur von jemandem, der sein Leben hingegeben hat für irgendwas, was nichts ausmacht. But it does matter. In Revelations it says that those that have had their robes washed by the blood of the Lamb, multitudes and multitudes and multitudes from every tribe, tongue and nation. Es stimmt nämlich, weil in Offenbarung sagt es, dass diejenigen, die gereinigt wurden durch das Blut des Lammes, Nationen um Nationen. It matters so much. Es macht so viel aus. I don't even like to talk about my testimony. Ich mag es nicht mal von meinem Zeugnis zu erzählen. Because the Bible says the things that men do in secret. Weil die Bibel sagt, dass diese Sachen, die Männer im Versteckten tun, are too shameful to mention. Sind zu sehr mit Scham belastet, um sie zu erwähnen. Paul doesn't tell an awful lot about his testimony. Paulus erzählt nicht sehr viel über sein Zeugnis. But he did preach the cross, Christ crucified and resurrected. Aber er hat übers Kreuz gepredigt, Christus Jesus auferstanden. The purpose of my testimony, dieses Ziel von meinem Zeugnis, is twofold. Es hat zwei Gründe. One is to tell those of you, well, one is to glorify God. To do what, sorry? To glorify God.
Zum einen ist es zum, um Gott zu verherrlichen. The testimony of Jesus in Revelation 19, it says is the spirit of prophecy. Ja, es, die Bibel sagt, dass, in, dass das, das Zeugnis Jesu, dieser Geist der Weissagung oder der Prophetie ist. What God has done for me, he will do for anyone. Was Gott für mich getan hat, wird er für alle tun. His arm certainly isn't too short to save. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. He died for the sins of everyone in the whole world. Er hat für die Sünden von jedem auf der ganzen Welt ist er gestorben. And it's also to tell and but we all need Jesus Christ. You don't have to have the worst testimony, but here's what Paul said. Wir brauchen alle Jesus. Du brauchst nicht das schlimmste Zeugnis. Jesus said. Das ist was Jesus gesagt hat. Not Paul. Nicht Paulus. Just Jesus. Jesus, nur Jesus. Jesus is our mom. But Jesus Paul was an amazing man of God. Aber Paulus war ein toller Mann Gottes. Jesus said this, I tell you the truth, the prostitutes. Jesus sagte folgendes, ich sage euch die Wahrheit, das Prostituierte und Schwindler, right, are entering the kingdom of God ahead of you. Religious people, you Pharisees. Vor euch religiösen Pharisäern ins Königreich Gottes kommen. Because they recognize their need for a savior. Weil sie ihr Bedürfnis für einen Erlöser erkannt haben. He's not advocating prostitution as the way to God. Er sagt damit nicht, dass Prostitution dich ins Königreich bringt. But he's not excluding them either. Aber er tut sie auch nicht aussätzlich machen. Er nimmt sie auch mit an. There's no low people. Es gibt keine geringen Leute. There's no high people. Es gibt keine hohe geschätzten we're Leute. All separate from God. Wir sind alle getrennt von Gott. And the cross is the bridge that brings us back to the Father. Das Kreuz ist die Brücke, die uns zurückbringt. Okay, so I'm setting this up for my testimony. Also das ist alles nur zum Aufbau für mein Zeugnis. So you don't have to have my testimony, church kids. Kirchenkinder, ihr müsst nicht mein Zeugnis haben. And you don't have to have my testimony to minister to people that struggle in the same things that I did. Ihr müsst auch nicht mein Zeugnis haben, um denen zu dienen, die durch das Gleiche durchgegangen sind. The disciples didn't have the testimony that Ben and I had. Die Jünger hatten nicht das Zeugnis, das Ben und ich hatten. Jesus sorely didn't. Jesus hat gesehen, dass sie es nicht hatten. Amen. Amen. Okay, so I got really, 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 really lost. Also ich war sehr, sehr verloren. I had a cocaine problem. Ich hatte ein Problem mit Kokain. And I had a sexual morality problem. Und ich hatte ein Problem mit Lust. In fact, I got so lost that I had finally given up all hope. Ich war so verloren darin, dass ich auch die Hoffnung verloren hatte. Maybe deep down in there was a little flame of hope. Vielleicht ganz tief drin war so eine kleine Flamme der Hoffnung. Thinking maybe that somehow God could rescue me. Wo ich vielleicht ganz gering gedacht habe, dass Gott mich vielleicht retten kann. I was depressed. Ich war deprimiert. I was angry. Ich war wütend. I was suicidal. Ich war suizidgefährdet. And I hated the man I saw in the mirror. Und ich habe diesen Mann, den ich im Spiegel gesehen habe, gehasst. I used to stand in front of the mirror. Ich würde vorm Spiegel stehen. And berate myself. Und mich werten. My wife didn't even understand identity. Meine Frau hat nicht mal Identität verstanden. But she would tell me that's not who you are. Aber sie würde trotzdem zu mir sagen, das bist du nicht. I would make her stand there and watch me. Ich würde sie dazu bringen, dass sie mir zuschaut, wie ich diese furchtbaren Sachen über mich verkünde, weil ich glaubte, dass ich die Summe von all dem, was ich getan habe, bin. If you rob banks, wenn du Banken ausraubst, you're a bank robber, dann bist du ein Bankräuber. Right? If you sell yourself for sex, wenn du dich für die sexuellen Sachen hingibst, you're a prostitute. Dann bist du eine Prostituierte. But the reality of that is not who you were created to be. Aber die Realität dessen ist nicht, dass das nicht das ist, wozu du geschaffen wurdest. And doesn't the creator have a right? Und hat der Schöpfer nicht das Recht, to purchase his creation back? Seine Kreation wieder zurückzukaufen, if he wants to, wenn er es so will. Thank God he wanted to. Gott sei Dank wollte er es. Unfortunately, my lifestyle decisions, leider war es, dass meine Entscheidungen für meinen Lebensstil terribly affected the relationship, haben diese Beziehung with my two youngest children, zu meinen zwei jüngsten Kindern am meisten beeinflusst. They saw their father go through the substance abuse, sie haben gesehen, wie ihr Vater eben Drogen, the pornography, Problem hat, Pornografie, all these things that all diese I was involved Sachen, in denen ich involviert war. I didn't hate my children, ich habe meine Kinder nicht gehasst, aber ich habe love them the way that a father should love his children. Aber ich habe sie nicht so lieben können, wie ein Vater seine Kinder lieben sollte. So I really appreciate fatherhood. Also weiß ich Vaterschaft sehr zu schätzen. God has restored all that back to me. Und Gott hat es mir alles wiederhergestellt. But I'm telling you this for reasons, because I want to show you the reality and power of what God's able to do in a life through redemption. Aber der Grund, warum ich euch das zeigen will, ist, um zu zeigen, was für eine Kraft in dem Leben gelebt werden kann, das wieder gut gemacht wurde. I had lots of people praying for me. Ich habe sehr viele Leute gehabt, die gebetet haben. People who loved me. Leute, die mich geliebt haben. And didn't understand why I was living the way that I was. Und die nicht verstehen konnten, warum ich gelebt habe, wie ich gelebt habe. But I was taken captive by the devil. Aber ich wurde gefangen genommen vom Teufel. To do his will. Um seinen Willen zu tun.
And for some reason, und aus irgendeinem Grund, I thought I had sinned too much, dachte ich, ich habe zu viel gesündigt. And that I couldn't be saved anymore. Und dass ich nicht mehr errettet werden kann. The devil made me think my sins were so great. Der Teufel hat mich dazu bringen wollen, dass ich denken würde, dass meine Sünden so groß sind. That I was never going to be part of the church. Dass ich niemals Teil des Leibes Christi werden könnte. He is a liar. Er ist ein Lügner. I know that now. Ich weiß das jetzt. But it's easy to believe the lies. Aber es ist leicht, manchmal diese Lügen because zu glauben. Because there are thoughts that come over and over and over again. Weil es sind Gedanken, die sich wieder und wieder und wieder and kommen. And they compete with the reality of the truth of God's word. Und sie gehen gegen diese Realität des Wortes Gottes. He's given us his word. Er hat uns sein Wort gegeben. Heaven and earth will pass away. Himmel und Erde werden vergehen. But this word will never change. Aber dieses Wort wird sich nie verändern. Now he has more good thoughts to us than all the sand of the seashore. Er hat mehr gute Gedanken über uns als der Sand am Meer. Und seine Gedanken sind nicht unsere. Higher than our thoughts. Sie sind höher als unsere. That's good news. Das ist eine frohe Botschaft. That's really good news. Das ist eine gute Nachricht. So I thank God that I get his thoughts now. Ich danke Gott, dass ich jetzt seine Gedanken kriegen kann. My mind renewed through the washing of this word. Und dass durch dieses Wort meine Gedanken gewaschen wurden. Many times when I minister, people come up there and they want a word. Ganz oft, wenn ich diene, kommen Leute auf mich zu und sagen, ich gebe ihnen Wort. Sie wollen, dass ich über sie prophezei, wie gut die nächsten 5 Jahre für sie sein werden. Ich kann keinem das versprechen. Ich weiß nicht, was für Probleme auf dich zukommen werden. Jesus said the godly will be persecuted and trouble will come our way. Ich weiß das, dass Jesus gesagt hat, die Göttlichen werden angefochten sein und Probleme werden auf dich zukommen. But there's a way that we can count it all joy when we go through these trials. Aber es gibt eine Art und Weise, wie wir das als Freude ansehen können, wenn wir durch diese Probleme gehen. The German language is so much longer. We've been never talking about that. I disagree. I feel like the time frame is it should be, and it still goes on. That's what messes me up a little bit. Sorry about that. It's okay. Okay. So remember when I talked about in Luke 2, it was good tidings of great joy. Also erinnert ihr euch, worüber ich in Lukas 2 geredet habe? Das waren frohe Botschaften, also wirklich übermäßig frohe Botschaften, sehr sehr frohe Botschaften. That was pretty good. The joy comes from the realization of our salvation. Die Freude kommt indem, dass wir realisieren, dass wir errettet sind. Come on, we were separated from God and now we're not. Wir wurden von Gott getrennt und jetzt sind wir es nicht. He has plans to prosper us and not harm us. Er hat Pläne, uns voranzubringen und nicht zu schädigen. A hope and a future. Eine Hoffnung und eine Zukunft. He said, follow me. Er sagte, folge mir. Lay your treasures in heaven. Leg deine Schätze im Himmel. In James it says, remember the perseverance of Job. In Johannes sagt es, erinnere dich an Hiobs Durchhaltevermögen. And in the end, the kind intent of the Lord. Und am Ende auch die frohe, diese Großzügigkeit des Herrn. I thank God that I didn't die in my sins. Ich danke Gott, dass ich nicht in meinen Sünden starb. And I thank God that I didn't die a deathbed conversion. Und ich danke Gott, dass ich nicht an meinem Todesbett gestorben bin. But even the Lord's mercy is there. Und aber trotzdem ist dort Gottes Gnade. I know of a man that was dying of AIDS from living a life of homosexuality. Ich kannte einen Mann, der im Sterben lag wegen einem Leben von Homosexualität. And on his deathbed. Und auf seinem Todesbett. He realized he had a revelation of the error of his ways. Hat er eine Offenbarung bekommen von seinen falschen Wegen. Und er sagte, Gott, es tut mir leid. I've lived a lie. Ich habe eine Lüge gelebt. Would you forgive me? Würdest du mich vergeben? And he got born again. Und er wurde neu geboren. But man. But you're not going to play games with the Holy Spirit. Aber du darfst keine Spiele spielen mit dem Heiligen Geist. He knows your heart. Er kennt dein Herz. Man, you need to let go of the things that are trying to take you away from God. Du musst von diesen Sachen loslassen, die dich trennen wollen von Gott. You are valuable to God. Du bist wertvoll für Gott. You're valuable to your family. Du bist wertvoll für deine Familie. What shall it profit you if you get whatever it is, let alone the whole world? Was würde es dir geben, wenn du irgendwas erzielst? And it costs you your soul. Selbst wenn die ganze Welt es ist, aber es kostet dich deine Seele. Amen. Amen. Okay. So, some of you guys know who Todd White is. Manche von euch kennen vielleicht Todd White. Okay, he's a really good friend of mine. He's from my hometown. Er ist ein guter Freund von mir. Er kommt von meiner Heimatstadt. I met him through another friend of mine named Dan Moeller. Ich habe ihn durch einen anderen Freund von mir, Dan Moeller, kennengelernt. He was an associate pastor of a little church in West York, Pennsylvania. Er war der zweite Pastor in einer kleinen Gemeinde in Pennsylvania. Who, when I was still searching, als ich noch auf der Suche war.
I knew that I saw Jesus in this man. Ich wusste, dass ich Jesus in diesem Mann erkannt habe. Because I pressed him and I pressed him and I questioned him. Weil ich habe ihn unter Druck gesetzt und in Frage gestellt. And I never saw anything but Christ in him. Und niemals kam irgendetwas zurück außer Jesus in ihm. I would call him up and I would tell him about my problems. Ich habe ihn angerufen und ihm von meinen Problemen erzählt. And he wouldn't listen to me. Und er würde mir gar nicht zuhören. He cut me off. Er würde mich unterbrechen. And he said, "You say the same thing every time you call." Und er hat gesagt, du sagst jedes Mal, wenn du anrufst, das Gleiche. And I said, "So do you." Und ich sagte, genauso wie du. He said, "I know it's the gospel." Und er sagte, ich weiß, es ist das Evangelium. You're either going to get it or you're going to quit calling me. Du wirst es entweder kapieren oder aufhören, mich anzurufen. He said, "I knew you were going to get it, but I didn't know it would take so long." Er hat gesagt, ich wusste, dass du es irgendwann schnallst, aber ich wusste nicht, dass es so lang dauern würde. I've only surrendered my life to the Lord 6 years ago. Ich habe erst vor 6 Jahren mein Leben Jesus gegeben. I was almost 50. Ich war fast 50. Okay, well, ich bin jetzt 49. Fast 50. Ich bin 49. And so through this, my children who are adults got to see. What did you say? I think they're laughing because I thought I'm that old. No, you're only 47, right? Yeah, ich bin 47. So I'm going to get a little bit serious here because we're going to talk about my son Sam and some stuff here. Ich will echt ein bisschen ernst werden, weil ich auch über meinen Sohn Sam reden möchte. So Dan Moeller was trying to get Todd involved in my life. Also Dan Moeller hat versucht, Todd in mein Leben reinzukriegen. He wasn't popular yet. Er war noch nicht berühmt zu dem Zeitpunkt. He had just got out of Teen Challenge. Er ist gerade aus Teen Challenge rausgegangen. And he was very bold. Und er war sehr kühn. And he's praying for like 700 people. Und er betete für ungefähr 700 Leute. And not seeing them get healed. Und er sah nicht, wie sie geheilt werden. I think I was one of those people. Und ich glaube, ich war einer davon. Okay, he prayed for me at a prayer meeting. Er hat für mich mal bei einem Gebetsabend gebetet. Asked if I had a torn rotator cuff. Und ich hatte Probleme in meiner Schulter. And can I pray for you? Und er hat gesagt, kann ich für dich beten? And I was kind of like, whatever, dude. Und ich habe mir gedacht, wie auch immer. He prayed for me once. Er hat für mich gebetet. Nothing. Einmal, nichts. Prayed for me the second time. Zweites Mal. Nothing. Nichts. I think, who's this guy? I think he is. Ich habe mir gedacht, was glaubt der Typ, wer er ist? I go to Pastor Dan. Ich gehe zu Pastor Dan. I said, hey, what's up with this Todd guy? Und ich habe gesagt, was ist mit diesem Todd-Typen? Why would you ask that? Und dann sagte er, wieso fragst du? I think he's a faker. Dann habe ich gesagt, ich glaube, er ist ein Scharlatan. Why would you say that? Und er sagte, warum würdest du sowas sagen? Because he prayed for me and nothing happened. Und ich sagte, weil er für mich gebetet hat und es ist nichts passiert. He said, Todd's gonna be fine. You'll see. Er sagte, Todd wird okay sein. Du wirst es sehen. He says, as I follow Christ. Und er sagte, wie ich Jesus folge. And he follows me. Und er mir folgt, he's going to turn out just okay. Wird er okay sein. He surely has, hasn't he? Und er ist ganz gut geworden. So Dan's trying to get Todd connected to me because I didn't know that Todd had a 23-year drug problem. Und Dan wollte mich und Todd verbinden, weil ich nicht wusste, dass 23 Jahre lang Todd ein Problem mit Drogen hatte. And the enemy was trying desperately to keep us apart. Und der Feind hat versucht, uns auseinanderzuhalten. But he's praying for me. Aber er betet für mich. I'm not going to give a big long testimony here. I'm going to keep it short. Ich gebe euch die Kurzversion von dem Zeugnis. But Todd's praying for me. Aber Todd betet für mich. I'll tell you one story of Todd praying for me. Und eine Geschichte, ein Beispiel von dem, wie Todd für mich betet, will ich euch erzählen. I was in a hotel room. Ich war in einem Hotelzimmer doing cocaine und habe Kokain genommen with someone that should not have been in my hotel room. Mit jemand, der nicht in meinem Hotelzimmer hätte sein sollen. And you know what that means. Und ihr wisst, was das bedeutet. It wasn't good. Es war nicht gut. And I'm married. Und ich bin verheiratet. And I'm cheating on my wife. Und ich betrüge meine Frau. And I'm a mess. Und ich bin am Ende. And when the cocaine's over, und als das Kokain vorbei war and you don't feel good anymore, und man sich nicht mehr gut and fühlt you start to come down, und man wieder runterkommt, it's like hell. Es ist wie die Hölle. And now the same tempter, und jetzt war dieser gleiche Versucher, kommt rein als der, and he's trying to make you want to kill yourself, als der Anfechter, der dir was vorwirft und versucht, dich umzubringen. Calling you all kinds of names for what you've done and all this stuff. Er nennt dich Namen wegen dem, was du getan hast. I don't remember how I got Todd's number, but I know I had his number. He probably gave it to me. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich Todds Nummer bekommen habe, seine Telefonnummer, aber sie hat sie mir wahrscheinlich and gegeben. And I called him from that hotel room after this person left. Ich habe, nachdem diese Person gegangen ist, habe ich ihn angerufen. And I said, man, I can't do this anymore. Und ich sagte, ich kann das nicht mehr machen. But I can't stop. Aber ich kann nicht mehr aufhören. He said, dude, this is the last time. Und dann hat er gesagt, das ist das letzte Mal. You in prayer. Ich habe dich jetzt schon im Gebet nach unten gesetzt. Und er hat gesagt, das ist es. Heute ist das letzte Mal. I don't remember if that was the very last time. Ich kann mich nicht genau erinnern, ob das tatsächlich das letzte Mal but war. Surely it was the beginning of the end. Aber es war mit Sicherheit der Anfang vom Ende. Because I got to a place where I hated my life. Weil ich an den Punkt gekommen bin, wo ich mein Leben gehasst habe. I wasn't going to try to commit suicide anymore. Ich wollte nicht mehr versuchen, mir das Leben zu nehmen. Because now I was afraid that I would really go to hell. Weil jetzt hatte ich tatsächlich Angst, dass ich in die Hölle gehe. And so,
My wife was tired of the drugs and the things that I was doing. Meine Frau war müde von diesen ganzen Drogen und den ganzen Sachen, die ich gemacht habe. So one night in Hawaii, she decided to leave me. Also eine Nacht auf Hawaii hat sie sich dafür entschlossen, mich zu verlassen. She left one night. Sie ist eines Abends gegangen. And she went home to Pennsylvania. Und nach Pennsylvania zurückgegangen. I was angry at her. Ich war wütend auf sie. Because this wasn't the first time. Weil es nicht das erste Mal war. And honestly, I didn't care if she left. Und um ehrlich zu sein, war es mir egal, ob sie because geht. We used to be best friends, like Bonnie and Clyde. I don't know if you know what that means. Weil wir waren früher wie beste Freunde wie Bonnie und Clyde. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Partners in crime together. Wir waren Partner in Verbrechen. And when she got born again. Und als wir sie ihr Leben Jesus gegeben hat. That's the floor. I thought it was my mic. Yeah. And so now all of a sudden I didn't have my best friend anymore. She really was, but. Also plötzlich hatte ich meine beste Freundin nicht mehr, obwohl sie es noch war. But now she's praying for me. Aber sie betet jetzt auch für mich. And I'm trying to watch bad things on the computer. Und ich versuche am PC mir schlechte Sachen anzuschauen. And she's putting worship music on. Und sie macht Lobpreismusik an. These things do not go good together. Diese Sachen laufen nicht gut zusammen. That's a woman that was not letting me go. Das ist eine Frau, die mich nicht loslassen wollte. But she prayed and she prayed and she prayed. Aber sie hat gebetet und gebetet und gebetet. But got tired and said I can't do this anymore. Aber ist müde geworden und hat gesagt, ich kann es nicht mehr. So she's home and she's praying for me. Also sie ist daheim und sie betet aber für mich. And she's crying to God. Und sie ruft Gott an. I can't take this anymore. Sie sagt, ich kann's nicht mehr. He won't change. Er wird sich nicht verändern. I want my husband back. I want my marriage back. Ich will meinen Ehemann zurück. Ich will meine Ehe zurück. But he won't change. I want a divorce. Aber er wird sich nicht verändern. Ich will mich scheiden lassen. And we have both failed at marriage. Und wir haben beide versagt in der Ehe. But she threw her Bible down and it opened up to Malachi 2:16. Aber sie hat ihre Bibel hingeschmissen und es öffnete sich auf Malachi 2:16. And her eyes went right to. I hate divorce. Und ihre Augen fielen sofort auf diese Bibelstelle, wo es heißt, ich hasse Scheidung. And she said to God, what should I do? He won't change. Sie sagte zu Gott, was soll ich tun? Er will sich nicht verändern. I just want my husband back, my marriage back. Ich will einfach nur meinen Ehemann zurück und meine Ehe. What kind of marriage do you have? Er sagte, Gail, was für eine Ehe hast du? What kind of husband do you have? Was für einen Ehemann hast du? He says, you need to pray for Keith's sake. Er sagte, du musst für ihn beten. For Satan's taken him captive. Weil der Satan ihn gefangen hält. And he's asking me for his life. Und er bittet mich um sein Leben. When she got concerned about my eternal separation und als sie wirklich Sorge hatte um meine Trennung von Gott. When her prayers weren't about how bad her life was because someone was in trouble or because her husband wasn't there. Als ihre Gebete nicht mehr darum gehen, dass es ihr schlecht geht oder weil ihr Ehemann nicht da ist. See, God can't answer selfish prayers. Gott kann keine selbstsüchtigen oder eigensüchtigen Gebete erhören. And oftentimes in the church we sympathize with people when that happens. Und oftmals wenn sowas passiert, dann haben wir Sympathie mit Leuten, wo sowas passiert. Up in something they shouldn't. Eine Frau oder ein Ehemann haben dieses Problem, dass sie in irgendwas gefangen sind, wo sie nicht drin sein sollen. Wir wollen unsere Rechte annehmen, um uns scheiden zu lassen. Und das ist nicht der beste Weg. Es ist ein legaler Weg nach draußen. Aber es ist nicht das Herz Gottes. All this is happening, and I'm in Hawaii. Also all diese Sachen passieren und ich bin auf Hawaii. She has told the guy that runs my company in Pennsylvania. Und sie hat dem Typen gesagt, der meine Firma übernimmt in Pennsylvania. And he calls me, I'm in a binge, a 2-day cocaine binge. Sie hat ihm davon erzählt und er ruft mich an, während ich gerade 2 Tage von Kokain in mir hatte. Because I'm mad. Weil ich gerade echt sauer bin. And I don't ever want her to come back. Und ich will nicht, dass sie jemals zurückkommt. I'm gonna find another one, like the one I used to have. Ich denke mir, ich werde eine neue finden, wie die sie früher war. And I'm gonna eat, drink and be merry for tomorrow I die. Essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sterben. Thank God he had a better plan for my life. Gott sei Dank hatte er einen besseren Plan für mein Leben. So my boy, the guy that runs my company. Also dieser Mann, der meine Firma übernimmt. He calls me up and says, "Hey, boss." Er hat gesagt, hey Boss. I know what you're doing over there. Er hat gesagt, ich weiß, was du da drüben machst. I hope you're having fun. Ich hoffe, du hast Spaß. But I thought you might want to know. Aber ich dachte, du wirst vielleicht wissen. That we might not make payroll this week. Dass wir diese Woche nicht die Mitarbeiter bezahlen. And he hangs up the phone on me. Und er legt die That really got my attention. Das hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Because for whatever reason, weil aus welchem Grund auch immer, I didn't realize that it wasn't about me. Ich nicht erkannt habe, dass es nicht um mich geht. It was how my life was affecting everybody. Es ging darum, wie mein Leben andere Leute beeinflusste. Until it began to touch my source of income.
Und bis es nicht mein Einkommen berührte, Gott hat das benutzt, dass es meine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Ich bin zurück ins Badezimmer, habe diesen Rest des Kokains genommen, das war recht viel, habe die Toilette runtergeschmissen und habe gesagt, wir sind fertig, wir sind durch. Halleluja. I passed a little church that had a sign up. Ich bin an einer kleinen Gemeinde vorbeigefahren und die hatten ein Schild draußen. That said, if you love me, obey my commandments. Und dort stand, wenn du mich liebst, dann. I'll just keep on. Ich bin an dem Schild vorbeigefahren und dort stand, wenn du mich liebst, dann tust du, wie ich dir befehle. Oder dann. And I had an epiphany. Und ich hatte dort eine Eingebung. I said, that's it. Das ist es. I don't love you. Ich liebe dich nicht. I don't obey your commandments. Ich gehorche nicht deinen Geboten. I've tried and I can't. Ich habe es versucht und nicht geschafft. And truthfully, I don't want to. Und um ehrlich zu sein, will ich es auch nicht. But I know that you love me. Aber ich weiß, dass du mich liebst. Or I wouldn't still be here. Sonst wäre ich nicht noch hier. And I've made such a mess of my life. Und ich habe so ein Mist aus meinem Leben gemacht. Being CEO of Jesus Incorporated. Wo ich der Geschäftsführer von der Jesus AG war. And if you take me back, und wenn du mich zurücknimmst, I will give you my life, dann gebe ich dir mein Leben. And I'll let you be in charge this time. Und ich lasse dich diesmal die Kontrolle haben. Amen. Amen. And that was where it happened. I surrendered my life to God. Und das war der Moment, wo ich mein Leben wirklich Jesus gegeben habe. God tells my wife to come back. Gott hat meiner Frau gesagt, dass sie zurückkommen soll. She won't go to church with me because she thinks I'm in some liberal church. Sie will nicht zu meiner Gemeinde gehen, weil sie glaubt, dass ich in irgendeiner sehr freien Gemeinde war. But we finally end up in the same church and she makes me go to counseling. In einer liberalen Gemeinde, aber sie hat mich dazu gebracht, in die gleiche Gemeinde zu gehen. I went to only 3 counseling sessions. Ich habe Seelsorge bekommen, war bei 3 Seelsorge Sessions. After years of problems. Nach Jahren von Problemen. And the man told me I don't need counseling anymore. Und der Mann sagte zu mir, du brauchst keine Seelsorge mehr. Nach 3 Sessions. Are you crazy? Ich habe zu ihm gesagt, spinnst du? How do you know? Woher weißt du das? He says, because you've done that one step. Er hat gesagt, weil du diesen einen Schritt gegangen bist, that I do counseling for, für den ich Seelsorge mache. That step is to surrender your life to God. Und dieser Schritt ist, dein Leben Jesus hinzugeben. Er hat mich gefragt, wo siehst du dich in 5 Jahren? Und ich sagte, ist mir egal, ich bin nur glücklich, dass ich im Haus des Herrn bin. You have an amazing calling on your life, but don't get ahead of God. Er hat gesagt, du hast eine Wahnsinnsberufung auf deinem Leben, aber geh nicht vor Gott. Here I am 6 years later. Hier bin ich 6 Jahre später. A big surprise to me. Eine große Überraschung für mich selbst. In Germany. In Deutschland. Getting to tell you people. Und darf euch sagen, why I love God so much. Warum ich Gott so sehr liebe. Because he so much loved me. Und das ist, weil er mich so sehr geliebt hat. Okay. I got to finish one more part of this testimony, okay? Ich muss noch einen Teil dieses Zeugnisses beenden. This is the hard part. Das ist der schwierige Teil. Gott sagte zu Todd, dass er kommen soll, um Zeit mit mir zu verbringen. Er soll 2 bis 3 Mal im Jahr kommen und in mein Leben sehen. Und Gott wird in meinem Leben wieder hervorbringen, was er in seinem getan hat. Er war 23 Jahre lang drogenabhängig. Er war ein General in der Armee des Satans. Und jetzt ist er ein General in der Armee des Herrn. Als Todd angefangen hat, zum ersten Mal in meinem Leben Zeit mit mir zu verbringen, war ich wirklich gedemütigt durch meine Fehler. And I was actually listening to somebody for once. Und ich habe eigentlich zum ersten Mal jemanden zugehört. And he's pouring into my life. Und er gießt wirklich in mein Leben hinein. And I have amazing teachings on identity. Und ich habe unglaubliche Lehren über Identität. And I come to the realization that I believed a lie. Und ich kam zu dieser Erkenntnis, dass ich eine Lüge geglaubt habe. And what I had done. Über das, was mir passiert ist und was ich getan habe. None of that has anything to do with why. Well, it has everything to do with why Christ came. Und das hat alles damit zu tun, warum Jesus gekommen ist. To get that crap off of me. Diesen Mist von mir wegzuwischen and make me a new creation. Und mich eine neue Kreation zu machen. Everything brand new. Alles brandneu. So I'm on the beach with Todd, also bin ich am Strand mit Todd and I just start sobbing, I'm crying. Und ich fange an zu weinen. And he says, what's wrong, man? Und er sagt zu mir, was ist denn los? And I said, well, man, I finally get it.
Und ich sagte, ich habe es endlich begriffen. Because he told me things like this. Weil er mir Sachen erzählt hat, wie folgende. I'm going to help you with all the philosophy and bad doctrine and all the things that led you astray. Er hat gesagt, ich möchte helfen mit den ganzen Philosophien und schlechten Doktrinen, die dich wegverführt haben. He said Jesus is perfect theology. Er sagte, Jesus ist perfekte Theologie. He's the express image of the invisible God. Er ist dieser Ausdruck des unsichtbaren Gottes. God's not a mystery. Gott ist nicht ein Mysterium. He's revealed through his son. Er wird durch seinen Sohn offenbart. If you've seen me, you've seen the Father. Wenn du ihn gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. And when you realize the love that Jesus has for me, for us, und wenn du erkennst, was für eine Liebe er für mich und für uns hat, you not want him? Wie kannst du ihn nicht wollen? So I finally get it. Also verstehe ich es endlich. And I'm solid now. Und ich bin jetzt solide. You can't take away from me now what I have. Du kannst jetzt nichts von mir wegnehmen, was ich habe. Because you didn't give it to me. Weil du es mir nicht gegeben hast. I want you to like me. Ich will, dass du mich magst. But if you don't, I'm okay because he loves me. Ja, aber wenn du es nicht tust, dann geht's mir gut, weil er mich liebt. So I don't do what I do to get my affirmation. Ich tue nicht, was ich tue, um meine Anerkennung zu bekommen. I'm truly humble because I realize who I was. Ich bin wahrhaftig demütig, weil ich erkannt habe, wer ich war und was er für mich getan hat und wer ich jetzt bin. Dass ich mein Leben voll und ganz ihm gegeben habe. It's the best news ever. Es ist die beste Botschaft je. So I'm sitting on this beach and I'm crying. Ich sitze an diesem Strand und ich weine. And I said, I finally get it. Und ich habe gesagt, ich habe es endlich kapiert. But I can't fix what I've broken. Aber ich kann nicht reparieren oder wieder gut machen, was ich kaputt gemacht habe. I hurt many people with my lifestyle choices. Ich habe viele Leute mit meinem Lebensstil verletzt. Especially my children. Vor allem meine Kinder. He said, listen, dude. Und er sagte, hör mir zu. In fact, I learned to use the word dude from Todd. Ich habe gelernt, das Wort dude oder Kumpel von Todd zu benutzen. I use dude more now than I ever have. Ich benutze jetzt dieses Wort dude mehr als je zuvor. He said, I was a drug addict for 23 years. Er sagte, ich war 23 Jahre lang drogenabhängig. He said, and I stole from everyone. Ich habe von jedem gestohlen. He says, and everybody hated me. Und jeder hat mich gehasst. He said, but he says, as I've walked this thing out. Er sagte aber, als ich dieses Ding wirklich am Ausüben war, I've seen many of these people come to Christ. Habe ich gesehen, wie viele von diesen Leuten zu Jesus gekommen sind. And I've seen God restore these relationships. Und ich habe gesehen, wie Gott diese Beziehung wiederherstellt. He says, and what he's done for me, he will do for you as well. Was er für mich getan hat, wird er auch für dich tun. Excuse me. Okay, so. He prophesies over me. Also prophezeit er über mich. I have a son Sam that lives in Hawaii. Ich habe einen Sohn Sam, der auf Hawaii lebt. He's my youngest. Er ist mein Jüngster. And he probably got the brunt of Dad's bad behavior. Und er hat wahrscheinlich so ein bisschen das abbekommen oder das meiste abbekommen von Papas schlechtes Verhalten. He chose to be with me. Weil er erwählt hat, mit mir viel Zeit zu verbringen. And he just wanted his dad to love him. Er wollte einfach nur, dass sein Vater ihn liebt. Some nights I'd be out doing cocaine. Und manchen Abenden war ich weg und habe Kokain genommen. And Sam would call myself. Und Sam würde mich anrufen am Handy. And he'd leave me 10, 12 messages. Und er würde mir 10 bis 12 Nachrichten hinterlassen. Praying for me and begging me to come home. In denen er für mich betet und mich bittet, nach Hause zu kommen. Captured by the drugs that I couldn't get free. Ich war von diesen Drogen so eingenommen, dass ich nicht frei werden konnte. And so I felt really bad. Also fühlte ich mich wirklich schlecht. About how my choices affected his life. Über das, wie meine Entscheidungen sein Leben verändert haben. Oder? Todd said this. Und Todd sagte Folgendes. He said, I prophesy within one year. Ich prophezei, dass mit in einem Jahr Gott diese Beziehung mit deinem Sohn Sam wiederherstellen wird. Er wird der Erste sein. I didn't have a relationship with Sam. Ich hatte keine Beziehung mit Sam. He saw me fail in church before. Er hat mich schon vorher gesehen, wie ich in der Kirche versagt habe. So he just thinks, here we go again. Also denkt er meistens, ja, hier geht's wieder vom Neuen los. But what I realized is, aber was ich erkannt hatte, war, is all these other people that I had a chance to minister to. Dass all diese anderen Leute, denen ich dienen konnte, a lot konnte, of them were his friends. Viele von ihnen waren seine Freunde. I'm praying for them and seeing them get healed. Ich bete für sie und sehe, wie sie geheilt werden. I'm blessing them financially. Ich segne sie finanziell. I'm loving them. Ich liebe sie. Because I realized that I really didn't have a voice into his life. Weil ich erkannt habe, dass ich nicht wirklich eine Stimme in seinem Leben sein konnte. But the stories were going around about your dad's this really cool guy. Aber die Stimme, diese Geschichten gingen umher davon, dass sein Vater echt ein cooler Typ ist. And he's thinking, you don't know my dad. Und er denkt sich immer nur, du kennst meinen Dad nicht. So I remember
Todd was doing a little house church meeting back in the early days. Und ich weiß noch, Todd hatte so eine kleine Hausgemeindengruppe, die er ganz früh angestartet hatte. And Sam had been involved in a cult before. Und Sam war eigentlich früher auch in was Okkultem, in einer Sekte involviert. Thought control, mind control, spirit of Jezebel everywhere, that kind of thing. Da war Gedankenkontrolle, Isabel-Geist, all so ein Zeug. He got kicked out of that church. Er wurde aus dieser Gemeinde rausgeschmissen. So he was hurting, messed up and in a really bad place. Also war er verletzt und wirklich, wirklich fertig und nicht an einem guten Ort. And I knew that the message that I had, und ich wusste, dass diese Botschaft, die ich hatte, was true. War es. And I knew that Todd was bringing it in a big way. Und dass Gott das wirklich sehr, dass Todd es wirklich sehr gut demonstriert. Sam did like wedding photography and videography. Sam hat für Hochzeiten Videos und Fotografie gemacht. So I bribed him $250. Also habe ich ihn bestochen um $250. If he would come video Todd. Wenn er, also dass er kommen würde, um Todd zu filmen. I figured he probably needs the money. Ich dachte mir, er braucht ja wahrscheinlich das Geld. And he surely needs Jesus. Und er braucht auf jeden Fall Jesus. Come on. The GPS system, das Navigationssystem, took him by this former minister's house. Hat ihn an dem Weg vorbeigeleitet, wo früher ein Diener Gottes war. Satan was desperately trying to stop him from coming to this meeting. Und der Satan wollte unbedingt, dass er aufhört, dass er stoppt und nicht zu diesem Treffen kommt. Er wäre fast nicht gekommen. But then when it rerouted him, aber als es ihn neu gelenkt hat, kam es zu diesem Haus, wo wir waren. He said, "Dad, I'm not staying long." Er sagte, Papa, ich bleib nicht lang. He put a short memory card in his camera. Er hat eine ganz kleine Memory Karte in seine Kamera getan. But God can do amazing work in a short time, amen. Aber Gott kann in einer kurzen Zeit eine Wahnsinnsaufgabe machen, ein Wahnsinnswerk machen. 15 minutes into the filming, ungefähr nach 15 Minuten des Filmens, Todd was speaking about what the reality of God's love looked like. Erzählte Todd von dieser Realität, wie Gottes Liebe ausschaut. And we saw the Holy Spirit get Sam. Und wir sahen, wie der Heilige Geist Sam berührte. His body language looked like this. Seine Körpersprache sah so aus. And tears filled his eyes. Und Tränen erfüllten seine Augen. And Todd was after the meeting, he said, "Did you see that?" Und nach dem Treffen sagte Todd zu mir, "Hast du das gesehen?" That was amazing. Und ich sagte, das war unglaublich. So about not long after, that was almost a year to the day that he, well, about a week or so to when he prophesied. Also nicht lange danach, das war vielleicht eine Woche, nachdem er das prophezeit hatte. Sam agreed to have brunch with me. Sagte Sam zu, mit mir auf den Brunch zu gehen. I didn't preach at him. Ich habe ihm nichts gepredigt. I was just thankful to have like some food with my son. Ich war nur dankbar, ein bisschen Essen mit meinem Sohn zu haben. It was so good to be with him. Es war einfach so schön, mit ihm Zeit zu verbringen. And we went out into the parking lot. Und wir sind rausgegangen auf den Parkplatz. After brunch. Nach dem Brunch. And I remember he said to me. Und ich kann mich erinnern, dass er zu mir sagte. He said, "Dad, I'm so proud of what God's done in your life." Und er sagte, Dad, ich bin so stolz auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. So Sam gave his life back to God. Also hat Sam sein Leben wieder Jesus gegeben. And not only to become father and son again. Und nicht nur wurden wir wieder Vater und Sohn. But I got to disciple him. Aber ich konnte ihn auch als Jünger an die Hand nehmen. And he was one of my best disciples. Und er war einer meiner besten Jünger. He was praying for the sick. Er hat für die Kranken gebetet. He would have wedding people he was marrying. Er würde bei den Hochzeiten gewesen. And he would say, "Dad, you have to come and meet my customers. I want you to tell them your testimony." Und er würde sagen, Dad, ich möchte unbedingt, dass du meine Kunden kennenlernst. Du sollst ihnen dein Zeugnis erzählen. He was telling people about the miracle that God had done in my life. Er hat Leuten davon erzählt, von diesem Wunder, das Gott in meinem Leben getan hat. How he restored our relationship. Und wie er unsere Beziehung wiederhergestellt hat. And the miracle that he had done in his life. Und dieses Wunder, das er in seinem Leben getan hat. Excuse me, sir. Forgive me. Verzeiht mir. So, man, I'm starting to travel and I'm starting to speak a little bit. Also ich fange jetzt schon an mit meinem Reisedienst. And I have some amazing fun people that I know. Und es gibt ein paar tolle Leute, die ich kenne. I was on the end of February, in February, yeah, the end of February 2014. Ende Februar 2014. I got to go on a ministry trip. Durfte ich auf eine Missionsreise gehen. Went to Walla Walla, Washington, to be with Dan Moeller. Bin zu Walla Walla, Washington gegangen mit Dan Moeller. Flew down to LA to be with Todd. Bin dann nach LA geflogen, um mit Todd Zeit zu verbringen. And then I flew up to Reading to be with Ben Fitzgerald. Bin ich nach Reading geflogen, um mit Ben Zeit zu verbringen. We're hanging out, having an amazing time, seeing miracles and all kinds of fun stuff. Wir haben eine tolle Zeit. Wir sehen viele Wunder und alle möglichen tollen Sachen. And
On March 4th, I made my flight back to Kauai. Und am 4. März machte ich meinen Flug zurück nach Kauai. Sam kept asking my wife, "When's Dad getting home? When's Dad getting home?" Und Sam fragte die ganze Zeit meine Frau, wann kommt Papa wieder nach Hause? He was so excited for me to come home because he wanted to hear about the ministry trip. Er war so aufgeregt davon zu hören, dass ich nach Hause komme, weil er von der Reise hören wollte. So he comes up to my house about 6 o'clock in the evening. Also 6 Uhr abends oder sowas kommt er zu meinem Haus. Starting to get dark. Es wird schon langsam dunkel. And my granddaughter Kersey. Und meine Nichte Kersey. She stays with my wife and Brittany, my niece. Sie ist mit meiner Frau und Brittany, meine Nichte. And Sam and I drive 5 miles up to a place called Paco's Tacos in Kilauea. Und wir fahren 5 Meilen zu einem Ort, der Paco's Tacos heißt in Kilauea. To get some takeaway food. Um ein bisschen Essen mitzunehmen. On the way back. Auf dem Weg zurück. About 2 miles. Etwa 2 Meilen. Into the trip. Wo wir zurückfahren. The last words I heard my son say, waren die letzten Worte, die ich von meinem Sohn hörte. Is what is this man doing? Was macht dieser Mann? Car number one. Auto Nummer 1. Pulls out to pass or fell asleep. Fährt rüber und ist. He's a drunk driver. Wahrscheinlich eingeschlafen. Es war ein betrunkener Fahrer. I look to the right. Ich schaue nach rechts. He clips a light blue SUV, which is car number 2 in the police report. Er berührt leicht einen blauen SUV, was Auto Nummer 2 ist in der Bericht der Polizei. And hits us head on. Und trifft uns frontal. I wake up. Ich werde wach. Because I got knocked unconscious. Weil ich ohnmächtig wurde. Hanging from my seatbelt. Wie ich von meinem Gurt hänge. On the roof of the car. Auf der Decke des Autos. I had 10 broken ribs. Ich hatte 10 gebrochene Rippen. 9 in 2 places and 1 in 3 places. 9 in 2 Stellen und 1 in 3. In the most excruciating pain that I've ever been in my life. Den schlimmsten Schmerz, den ich jemals verspürt habe. I was bleeding internally. Ich habe innerlich geblutet. Bleeding from my head. Von meinem Kopf geblutet. And the hardest part was. Und der schwerste Teil war. I was in so much pain. Ich hatte so viele Schmerzen. That I couldn't even initially think of my son. Dass ich nicht mehr für eine Minute an meinen Sohn habe denken können. Until people come running. Bis Leute angerannt getreten sind und gefragt haben, ob ich der Fahrer war. Said, no, I'm the passenger. Und ich sagte, nee, ich bin der Passagier. And I said, and is the driver okay? I said, no, I can't hear him. Und sie fragten mich, ist der Fahrer okay? Und ich sagte, ich kann ihn nicht hören. He was silent. Es war Ruhe. So they break me out of the car. Also tun sie mich aus dem Auto rausbrechen. I remember the painful ride in the ambulance to Wilcox Hospital. Und ich kann mich noch an die schmerzhafte Fahrt in dem Krankenwagen erinnern. And one of the ambulance technicians. Und einer von den Notärzten. I go to church with his name's Tristan. Ich gehe mit ihm in die Gemeinde. Er heißt Tristan. He said that he didn't even know it was me for the first 15 minutes. Er hat gesagt, für die ersten 15 Minuten hat er nicht mal erkennen können, dass es ich war. Listen. Hör zu. The time to build your house. Diese Zeit, die du hast, um dein Haus zu bauen. Is not in the middle of the storms of life. Ist nicht inmitten dieser Stürme des Lebens. Jesus said the storms come. Jesus hat gesagt, die Stürme kommen. But the time to build is when the sun shines. Aber die Zeit zu bauen ist, wenn die Sonne scheint. The sun shines in your secret place. Die Sonne scheint in deinem verborgenen Ort. Before the accident. Bevor dem Unfall. I knew of a story of a man that lost a wife and daughter. Kenne ich eine Geschichte von einem Mann, der Frau und Tochter verloren hat. And he was in church. He was a pastor like you. Und er war in der Kirche und er ist ein Pastor wie and du. And the police called and said, "I'm sorry, sir." Und die Polizei hat angerufen und gesagt, es tut mir leid. Killed in a serious car accident. Deine Frau und deine Tochter wurden in einem ernsthaften Autounfall getötet. Do you know what he did? Weißt du, was er gemacht hat? He got on his knees. Er ist auf seine Knie gegangen. And didn't cry out, "Why God?" Und hat nicht gerufen, warum Gott? God? Wie Gott? Where were the angels to protect her? Wo waren die Engel, um sie zu beschützen? He said, er sagte, "Father, I worship you." Vater, ich bete dich an. Because my wife and daughter's fate are forever sealed through the blood of Jesus. Weil durch das Blut Jesu, someday we'll be together again. Weil durch das Blut Jesu, die Zukunft meiner Frau und Tochter für immer versiegelt sind. My friend Dan Moeller told me this testimony. Mein Freund Dan Moeller sagte mir folgendes Zeugnis. And said when he heard it, he got on his face before God and asked him to do this in me. Und als er das hörte, ging er auf sein Gesicht vor Gott und sagte, tu es in ihm. And I had lived in the world so long, ich habe so lange in der Welt gelebt, pottered by the enemy so much, ich wurde getöpfert von dem Feind, that I refused to participate with him anymore. Dass ich mit ihm nichts mehr tun wollte. So I got on my knees, also bin ich auf meine Knie gegangen and I said, I need you to do this in me. Und ich sagte, Gott, ich brauche, dass du das in mir machst. I will not allow life or circumstances to potter me anymore. Ich werde nicht zulassen, dass Leben oder Umstände die Fähigkeit haben, mich zu töpfern. Nur du, Gott.
Only you are God. Nur du bist Gott. I need you to do this in me. Ich brauche, dass du das in mir machst. The reason I'm sharing this with you, der Grund, warum ich das mit euch teile, because how this story is about to unfold. Wegen dem, wie diese Geschichte and I want jetzt you to see it with a different perspective. Und ich möchte euch mit einem anderen Perspektive zu sehen. So I get to the Wilcox Hospital. Also komme ich zu dem Krankenhaus. And I'm in the bed with a ventilator on. Und ich habe so eine Beatmungsmaske auf. I have two local pastors, one on my left, and one on my right. Zwei Pastoren, die vor Ort waren, einer rechts und einer links. Now they have me on drugs to kill the pain. Ich war auf sehr vielen Drogen, um die Schmerzen zu eliminieren. I look at the nurse and I said to her. Aber ich schaue mir die Schwester an und sagte zu ihr. Do you know how much Jesus loves you? Weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? I wasn't trying to be spiritual. Ich wollte nicht geistlich sein. It was coming out of me. Es kam einfach raus. Because it's Christ in me. Weil es ist Christus the in hope mir. Of glory. Die Hoffnung der Herrlichkeit. You can surrender to this thing. Du kannst dieses Ding. And that life will not have the privilege to potter you. Du kannst dieses Ding dir hingeben und or how das Leben do we go on the nicht mission das Recht field, hat dich zu töpfern. Or how do we go on the mission field in the Middle East and maybe lose our life for the gospel? Oder vielleicht im Mittleren Osten auf einem Missionsreise zu gehen und dort dein Leben verlieren. If you don't stand for him, you'll fall for anything. Wenn du nicht für ihn stehst, wirst du für alles fallen. So they medevac me to Oahu. Also bringen sie mich zu Oahu. I don't remember this part because now I'm really doped up. Ich kann mich an diesen Teil nicht erinnern, weil ich sehr schwer auf Drogen war. But my wife gets in the ambulance. Meine Frau ist in diesen Krankenwagen eingestiegen mit mir. And there's a song by Sarah McLachlan. Und Sarah McLachlan hat ein Lied. It's called In the Arms of an Angel. Das heißt In den Armen eines Engels. And she knew. Und sie wusste, that Sam had going to be with Jesus. Dass Sam schon mit Jesus war. And so my wife calls. Also ruft meine Frau an. Of course our family knows and she calls Todd White. Natürlich weiß meine Familie davon und sie ruft Todd White an. 45 minutes later he's at Harrisburg Airport. 45 Minuten später ist er in Harrisburg Flughafen. He flies 14 hours. Er ist 14 Stunden geflogen. To help come up under Gail. Um meiner Frau Gail zu helfen. My family came. I don't want to minimize my family. Meine Familie ist gekommen. And many people were praying for me. Und viele Leute haben für mich gebetet. But sometimes having the most amount of people praying for you isn't always the same as having men of faith that are praying for you. Aber ganz oft ist es so, dass selbst wenn ganz viele Leute für dich beten, es nicht ganz genau gleich ist, wie wenn Männer Gottes wirklich für dich beten. All prayers are helped by God. Don't hear this wrong. Versteht mich nicht falsch, alle Gebete sind von Gott gehalten. But I have people coming that are willing to pray for Sam to even be raised from the dead. Aber ich hatte Leute, die gekommen sind, um sogar zu beten, dass Sam von den Toten auferweckt wird. Ben Fitzgerald came. Ben ist gekommen. And Chris Overstreet and many other people. Viele andere Leute. And so these are some of the things that happen in the ICU. Und das sind einige Sachen, die passiert sind in der Notaufnahme. Which I don't remember. An die ich mich nicht erinnern kann. But Todd said, "Don't you remember wanting to pray for the sick?" Aber Todd sagte zu mir, kannst du dich nicht erinnern daran, dass du für die Kranken beten they wolltest? They were bringing patients in. Also haben sie angefangen, Patienten reinzubringen. Und ich habe sie haben meine Hände auf sie aufgelegt. Und wir haben für sie gebetet. Die Ärzte haben sowas noch nie gesehen. Damit tue ich meinen Rühmen in ihn. Das ist nicht immer mit allen Leuten sehr populär, mit Leuten in deiner Familie oder der Gemeinde. Sie glauben, das ist unsensibel. Ich war nicht unsensibel, ich war auf Drogen. Ich wusste nichts Besseres. Es war einfach das, zu dem ich geworden bin. Leute wurden geheilt. Sie haben noch nie so etwas Ähnliches gesehen. So I remember when they tried to pray for Sam to be raised from the dead. Also ich kann mich daran erinnern, wo sie für Sam gebetet haben, dass er wieder aufersteht. It didn't happen. Und es ist nicht passiert. But absent from the body, hello Jesus, amen. Aber nicht mehr im Leib ist er bei Jesus. He's with the Lord. Amen. Er ist mit But I remember when Todd came and they wanted Todd to tell me. Und ich kann mich daran erinnern, dass Todd reingekommen and, ist. I couldn't talk. Und ich wollte ihm was sagen, aber ich konnte es nicht. I had ventilators in and ich habe Beatmungssachen drin. I wrote on a piece of paper, what about Sam? Und ich habe auf einem Stück Papier geschrieben, was ist mit Sam? And Todd said he's with Jesus. Und Todd sagte, er ist mit Jesus. It's okay, let him go. Es ist okay, lass ihn los. I had a tear, I remember at least one tear for sure. Ich weiß noch, dass es mindestens eine Träne war. I remember the one tear coming down my face. Die mein Gesicht runterrollte. And I asked to have people read the Bible to me. Und ich hatte gebeten, dass Leute mir die Bibel vorlesen. And to play worship music. Und Lobpreismusik spielen. And I remember. Und ich kann mich daran erinnern. I don't remember this, but Ben told me something that's really interesting. Ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, aber Ben hat davon erzählt. He said that he got near my bed. Dass er in die Nähe meines Bettes gekommen ist. And he said he saw Jesus coming out of me. Und er sagte, er sah Jesus, wie er aus mir rauskam. And he said it actually freaked him out a little bit. Und er sagte, er hat eigentlich auch ein bisschen Angst gehabt in dem Moment. He's really in there. Er ist wirklich da drin. I promise.
Ich verspreche es euch. But you better believe what this word says. Also ihr solltet besser glauben, was dieses Wort sagt. Life and circumstances will speak way bigger things than the reality and truth of eternity. Sonst wird Leben und Umstände mehr sprechen als diese Wahrheit der Ewigkeit. So I'm now up on the 8th floor and I'm recovering. I made it through, praise God. Also jetzt bin ich im 8. Stock und es geht mir viel besser und ich bin am besser werden. The devil tried to take out two. Der Teufel hat versucht, zwei rauszunehmen. But he only got one. Aber er hat nur einen bekommen. And all he did was provoke me to be a lion. Und das Einzige, wozu er mich ermutigt hat oder wozu er mich getriezt hat, war ein Löwe zu werden. I'm in this thing and then I'm not ever coming out and I'm gonna plunder hell for a living. Ich bin jetzt in diesem Ding drin und ich komme nie wieder raus und ich werde die Hölle plündern und das als mein Lebensziel machen. So now watch, now I'm in my bed. Also jetzt bin ich in meinem Bett. And there's two nurses beside me. Und es gibt zwei Krankenschwestern neben mir. Ich muss noch ein bisschen ausholen. I'll tell that story right after this one. I heard this voice say to me. Ich habe gehört, wie eine Stimme zu mir sagt. You're never going to see your son again. Du wirst nie wieder deinen Sohn sehen. And I heard the Lord speak to me and said, just worship me. Und ich habe den Herrn gehört, wie er sagt, bete mich an. Und ich habe meine Kopfhörer rein. Raise my hands in the bed. Hände hochgehoben. And just began to worship. Ich habe einfach nur angefangen, Lobpreis zu machen. And the Lord's presence was so strong. Und die Gegenwart des Herrn war so stark in diesem Raum. People were tripping all over the hospital. Leute sind übergestolpert im Krankenhaus. So I remember laying in my bed. And Nurse Lily and Nurse Rhea were in my room. Und ich weiß noch, ich liege in meinem Bett und die Krankenschwester Lily und Leah waren in meinem Zimmer. And I asked the Lord if there's anything I could pray for them about. Und ich habe gefragt, gibt's irgendwas für die ich habe den Herrn gefragt, gibt's irgendwas für die ich beten kann? And he said her back hurts, Lily's back hurts. Und sagte, Lilys Rückenschmerz. And I said, could I pray for your back? Und ich sagte, kann ich für deinen Rücken beten? She's looking at me kind of crazy. Sie schaut mich ein bisschen komisch an und denkt sich, ja klar. I had the word of knowledge, right? Weil ich hatte dieses Wort der Erkenntnis richtig. Her back gets healed. Ihr Rücken wurde geheilt. They're Filipino, really short nurses, right? The little kleine Philippine, aus den Philippinen kleine Schwestern. Rhea comes running over and says, "Would you pray for my back?" Und Rhea kommt so rüber und sagt, kannst du für meinen Rücken beten? My back hurts all the time. Mein Rücken schmerzt die ganze Zeit. Her back gets healed. Ihr Rücken wird geheilt. I get a word of knowledge about Lily's migraine. Ich habe ein Wort der Erkenntnis über die Migräne, die Lily bekommt. She comes over and gets on her knees beside my bed. Sie kommt rüber und kniet sich hin neben meinem Bett. Grabs my hand, puts it on her head. Nimmt meine Hand und tut sie auf ihren Kopf. As I'm praying for her, während ich für sie bete, tears are streaming down her face. Laufen Tränen in ihr Gesicht runter. She's Catholic searching. Sie ist katholisch und auf der Suche. Later that night, she brought a bottle of anointing oil in. Später diesen Abend hat sie eine Flasche von Salböl genommen und hat gesagt, kannst du für meine Schulter beten? Listen, the person that questions this, also die Person, die sowas in Frage stellt, says silly things like, sagt dumme Sachen wie zum Beispiel, wieso heißt du nicht gleich alles? What is that? Was ist das? Because Jesus always heard the Father. Jesus hat immer den Vater gehört. And only did what he did. Und hat nur getan, was er getan hat. That's how it would have happened with Jesus. So ist es mit Jesus passiert. I just need to be more like him. Ich muss nur mehr werden wie er. But it was an amazing testimony. Aber es war ein Hammerzeugnis. And I'll tell you one more. Und ich möchte euch noch eins erzählen. There was a woman that came in the first time that I got food. Und das allererste Mal, dass ich Essen bekommen habe, ist eine Frau reingekommen. From P.F. Chang's. Und sie hatte was von P.F. Chang's. And I said, do you know how much Jesus loves you? Und ich sagte zu ihr, weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? She hangs her head. Sie senkt ihren Kopf. I said, you don't believe that, do you? Und ich sagte, du glaubst es nicht wirklich, she oder? Said, I used to until God took my husband. Und ich sagte, ich hab's geglaubt, bis Gott meinen Ehemann genommen hat. I said, ma'am, you stepped into the right room at the right time. Ich sagte, liebe Frau, du bist in das richtige Zimmer zur richtigen Zeit eingetreten. I said, I just lost my son. Ich habe gerade meinen Sohn verloren durch einen besoffenen Fahrer. God is not the thief that comes to kill, steal and destroy. Ich habe gesagt, Gott ist nicht der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. God may very well have your husband. Gott hat vielleicht ist dein Ehemann weg. He may have rescued him out of that situation. Vielleicht hätte Gott ihn herausretten können. But he didn't take him away from you, just like he didn't take my son. Aber er hat genauso wenig wie er meinen Sohn rausgenommen hat er deinen Mann rausgenommen. We got to lead her back to a relationship with Christ. Wir konnten sie wieder in eine Beziehung mit Gott führen. She left the room crying, freaking out because I can't take it anymore. I got to get out of here. Sie ist weinend aus dem Zimmer rausgegangen, weil sie gesagt hat, ich kann es nicht mehr. It was so good. Es war so gut. Okay, so I get out of the hospital. Also gehe ich aus dem Krankenhaus. I come back to Kauai. Ich komme zurück nach Kauai. 2.5 weeks. 2.5 Wochen. Miracle. Ein Wunder. I'm standing in my kitchen. Ich stehe in meiner Küche. And God shows me that when Sam steps out of his body. Und Gott zeigt mir das, wo Sam aus seinem Körper raus ist. He was, had his right hand out and he was praying for me. Da hatte er seine rechte Hand ausgestreckt und hat für mich gebetet. Two angels took him to heaven. Und zwei Engel haben ihn in den Himmel mitgenommen. I went to an Easter to a conference with Todd. In Ostern war ich auf einer Konferenz mit Todd.
and a husband of a woman I had prayed for her back that got healed of a 10-year-old back problem. Und ein Ehemann und ich haben für seine Frau gebetet, die 10 Jahre lang Rückenprobleme hatte. Vor dem Unfall. Was there. War ich dort? I told him about the accident. Ich habe ihm von dem Unfall erzählt. He went to pray for us. Er ist gekommen, um für uns zu beten. Said this. Und zurückgekommen und hat gesagt, I don't know what Keith's son Sam looked like. Ich weiß nicht, wie Keiths Sohn Sam aussah. But the first thing that God showed me, aber das Erste, das Gott mir gezeigt hat, was two angels took him to heaven. Zwei Engel haben ihn in den Himmel Isn't genommen. The grace and mercy of God amazing? Ist diese Gnade und Großzügigkeit Gottes nicht unglaublich? Listen, we have to have an eternal perspective. Wir müssen eine Perspektive haben, die auf die Ewigkeit if gesetzt. This is all there is, wenn das, was hier ist, das alles ist, we're to be pitied more than all men. Dann sollten wir mehr als alle Menschen wirklich Mitleid bekommen. Aber es ist nicht alles. We have to refuse that life. Wir haben diese Gelegenheit im Leben. People's opinions. Leute, die Meinungen von Leuten. Circumstances. Umstände. Losses. Verluste. Our past. Unsere Vergangenheit. Anything. Alles. Nothing. Nichts. In all creation. In aller Schöpfung. Shall be able to separate us from the love of God. Soll uns von der Liebe Jesu trennen. So we have to remain steadfast. Also müssen wir stark stehen bleiben. In our faith. Und wir müssen beharren in unserem Glauben. Und in unserer Beziehung. Or how else do you write a song like this? Oder wie sonst schreibt man ein solches Lied wie das folgende? It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. It is well with my soul. Es ist gut mit meiner Seele. How can you lose a son and three daughters? Wie kannst du einen Sohn und drei Töchter verlieren? And write it is well with my soul. Und sagen, es ist gut mit meiner Seele. Because the good tidings come from the great joy. Weil diese guten Sachen kommen von der großen Freude. Because my sins aren't forgiven in part. Weil meine Sünden nicht teilweise vergeben but the whole. Aber komplett. I will be with him forever. Ich werde für immer mit ihm sein. There's a day coming when I'll see Sam again. Es wird eine Zeit kommen, wo ich Sam wiedersehen werde. Und ihr werdet eure Geliebten wiedersehen. I'm not mourning over the one that's with Jesus. Ich traue nicht um den, der mit We Jesus ist. Don't mourn as the world mourns. Wir trauern nicht, wie die Welt trauert. We ought to mourn over the ones that are here and don't know him. Wir trauern über die hier sind Father, und die nicht give kennen. Us your broken heart for Vater, gib uns dieses gebrochene Herz für die Verlorenen. Wir möchten beten.